Hallo, willkommen bei Money, Finanzkarriere. So, wir haben wieder einmal eine sehr harte Woche hinter uns, denn man muss wirklich sagen, diese Woche war nicht schön gewesen. Die Märkte, die rauchen ordentlich ab, Druck gibt es von vielen Seiten, geopolitisch, aber natürlich auch von den Einzelunternehmen, die momentan zum Teil schlechte Nachrichten, schlechte Prognosen raushauen, die dann teilweise auch ganze Branchen runterziehen. Dann haben wir natürlich noch Inflationssorgen, Zinsprobleme, steigende Anleihekurse und dementsprechend, es gibt viele Sachen, die momentan auf die Märkte einprasseln und dementsprechend sind die Märkte auch sehr, sehr nervös unterwegs und geben auch ordentlich momentan ab. Na, das haben wir diese Woche sehr deutlich gesehen. Aber bevor ich darauf ein bisschen näher eingehe und auch wie mein Depot sich verhalten hat, und was ich auch alles gemacht habe, möchte ich einmal kurz noch das Depot zeigen. Momentan bin ich investiert mit 149.354 Euro. Ändert sich aktuell noch ein bisschen, denn wir sind noch im deutschen nachbörslichen Handel. Und dementsprechend haben wir hier noch Bewegung im Depot. Ich gehe erstmal die Performance durch. Aktuell am Freitag habe ich ein Minus von 0,6% auf Wochenbasis. Habe ich natürlich auch Druck bekommen mit meinem Depot, nämlich gut 2% ist es runtergegangen, 2,14%. Auf Monatssicht sieht es noch schlimmer aus, nämlich 5,75%. Auf Jahresbasis habe ich aber immer noch ein Plus von 7,02%. Und insgesamt seit Depotauflegung habe ich noch ein leichtes Plus von gut 1,7%. Und dementsprechend ist noch alles im grünen Bereich. Noch bin ich im Plus. Und darüber bin ich, so wie der Berg da momentan auch laufen, sehr, sehr froh. Ich scroll mal einmal so wie fast jede Woche meine Liste einmal komplett durch. Rechts seht ihr die prozentuale Veränderungen seit meinem letzten Einkauf bei einer Position. Gestaffelt ist das ja hier nach Positionsgröße. Und ich habe diese Woche auch viel optimiert und dementsprechend hat sich auch so einiges getan. Aber darauf gehe ich dann gleich bei den Datenblättern ein bisschen näher ein. Viele Positionen, die jetzt vor allem größer im Plus sind, wie zum Beispiel eine Kio mit 73% oder hier so eine Stellantis noch mit 55%, sind Positionen, die ich aktuell überhaupt nicht anfasse. Die lasse ich einfach laufen und ich konzentriere mich nur auf die Positionen, die leicht im Minus sind. Sind ja auch durchaus einige. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich ja ganz, ganz viele Positionen noch nicht richtig aufgebaut habe. Nicht in dem Maße, wie ich mir das erwünsche. Und dementsprechend ersehne ich mir ja tiefere Kurse bei den einzelnen Positionen dabei, weil ich ja hauptsächlich aktuell in Schwäche investiere. Aber wir sehen auch, diese Woche sind ganz, ganz viele Positionen durchaus auch mit neuen Tiefs vorhanden. Und dementsprechend haben sich auch so viele Nachkaufmöglichkeiten auch ergeben diese Woche, wo ich auch zugeschlagen habe und dementsprechend mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, weil es gibt auch so einiges zu berichten diese Woche und das will ich natürlich jetzt alles hier in dem Video noch verpacken und das Video soll ja auch nicht so lang dauern. Deswegen lege ich mal hier den Sprintmodus ein. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schnell für euch. Ja, hier unten sind dann die ganz, ganz, ganz kleinen Anfangspositionen, wo ich ja auch nur jetzt darauf warte, dass ich endlich mal bei tieferen Kursen die Bestände dann erweitern kann und vor allem die dann halt in meine Investzone 2 hieven kann. So, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Dann kommen wir mal zu den Datenblättern. Ich habe die Daten vor gut eineinhalb Stunden, zwei Stunden in meine Datenblätter übernommen. Zum gleichen Zeitpunkt habe ich natürlich auch die Indexstände mit reingepackt und die sehen nicht wirklich gut aus. Wir haben momentan den DAX mit minus 5,21%, sprich bei 14.806 Punkten. Und dementsprechend ist der DAX gut 5% tiefer wie zum Start meines Depots. Der S&P 500 ist jetzt mittlerweile auch wieder bei minus 2,6%. Der Dow Jones minus 4,55%. Der Nasdaq auch jetzt mit minus 0,84% wieder im Minusbereich. MDAX und SDAX sehen natürlich voll katastrophal aus mit minus 30,28%. Der MDAX und der SDAX mit minus 24,73%. Und dementsprechend kann ich mich durchaus freuen darüber, dass mein Depot insgesamt noch im Plus ist, vor allem wenn man bedenkt, wie ich meine Position hier aufbaue, nämlich vor allem Schwäche. Das heißt, jede Position muss erstmal ins Minus laufen, bevor ich sie größer aufbauen kann. Und deswegen bin ich ganz zufrieden, dass ich bei den schwachen Märkten in den letzten zwei Jahren und mit meiner Vorgehensweise dennoch aktuell noch ein Plus aufweisen kann. Das ist auch nicht selbstverständlich, denn wir haben wirklich schwache Märkte diese Woche auch gesehen. Und ich habe jetzt gerade mal die Indexstände
mir nochmal angeschaut und auch den Verlauf in der Woche. Und ja, der DAX hat allein in dieser Woche minus hingelegt von 4%, der Dow Jones minus 2%, Nasdaq minus 4%, S&P minus 3%. Und ja, MDAX, SDAX sehen wir wieder mit am schlechtesten aus. MDAX mit minus 4,5% und SDAX minus 4%. Und das waren natürlich heftige Bewegungen, die wir diese Woche gesehen haben. Nicht nur bei den Indizes, sondern vor allem auch bei Einzelwerten. Ne? Und da haben wir ganz, ganz, ganz viele, die diese Woche wirklich abgestraft worden sind. Ne, Sartorius minus 13,9%, Heidelberg Materials, die ich auch in meinem Depot habe mit 10,5%, ne, Dürr 14,4%, Klöckner 11,1%, ne, Walgreens hat 13,3% abgegeben, ne, Moderna hat 18,3% verloren, ne, Tesla ist auch mit minus 15% dabei, selbst eine Nvidia hat mal richtig verloren mit minus 10%, Nokia minus 10% und dann vor allem natürlich die Knaller, die dann am Donnerstag und Freitag noch rauskamen mit Enphase Energy minus 21% und SolarEdge mit minus 32%. Und das sind wirklich harte Bewegungen, die wir zum Teil bei Einzelaktien sehen, die auch richtig wehtun, wenn man diese Aktien natürlich im Depot hat. Ich habe auch durchaus Aktien diese Woche im Depot gehabt, die ordentlich verloren haben, ne, unter anderem halt auch eine Heidelberg Materials, aber auch so eine Aktie wie eine Tombra Systems. Aber das schlägt bei mir jetzt nicht wirklich ins Kontor, weil ich natürlich jetzt hier Positionsgrößen habe, die nicht groß sind und die vor allem dann im Vergleich zur Gesamtdepotgröße dann auch nicht so schwer ins Gewicht fallen, dass meine Gesamtperformance rapide nach unten gejagt wird, sobald mal eine Aktie ins Strauchen kommt. Und für mich ist das natürlich eine gute Situation, wenn halt im Endeffekt auch Aktien mal stärker in kürzerer Zeit fallen, weil ich dann natürlich bessere Nachkaufpunkte finde, um halt wieder stärker in die Position reinzugehen. Ich wünsche mir ja grundsätzlich sowieso Schwäche in Positionen, wodurch ich dann besser nachinvestieren kann. Und wenn diese dynamischer kommen, sprich auch mal ein Abschlag von 10%, dann ist das zwar nicht schön für die aktuelle Position im Depot, aber es ist gut für mich für die Nachkäufe, weil ich dann natürlich mit einem Schlag bei einem tieferen Kurs sofort nachlegen kann und nicht diese kleineren Tippelschritte mache. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt auch bei Tombra Systems, wo ich auch durchaus auch damals in der Analyse gesagt habe, sie ist mir noch ein bisschen zu teuer, deswegen mache ich erstmal einen kleinen Einstieg. Jetzt keine Probleme damit gehabt, dass die mal ordentlich abgeraucht ist diese Woche. Denn jetzt habe ich natürlich die Chance, die ich mir eigentlich auch erhoffe, nämlich dann zu Niveaus, wo die Aktie fundamental auch, fairer oder wirklich auch gut bewertet ist, jetzt auch mal ordentlich nachzulegen und den Positionsaufbau im größeren Maße auch mal stattfinden zu lassen. Wir haben diese Woche durchaus jetzt noch nicht die Tiefskurse bei so manchen Unternehmen gesehen, die jetzt vor allem auch ihre Prognosen gesenkt haben, weil meistens ist das Spiel ja immer das Gleiche. Ne? Eine Firma kommt an, senkt die Prognosen, der Markt ist schockiert, gerade bei einem nervösen Markt gibt es dann besonders deutliche Abschläge, teilweise auch panikartige Verkäufe. Dann ziehen die Analysten nach, die senken die Kursziele, dann kommt nochmal eine zweite Welle nach. Und dementsprechend, wenn jetzt so eine Tombra Systems sich nächste Woche mal auf einem guten Niveau einpendelt, dann werde ich auch durchaus mir dann überlegen, mal die Position jetzt wirklich im größeren Maße aufzubauen. Weil ich das einfach von den Möglichkeiten, die ich habe, sehr gut machen kann. Die Positionsgrößen sind relativ klein, auch überschaubar. Ich kann mit guten Nachkäufen zu tiefen Kursen natürlich noch viel bei der Position machen, sprich den Gesamt-EK-Preis nach unten drücken und so dann halt insgesamt mir eine Position reinholen, die ich von der Größe, aber auch dann vom Einkaufskurs mir irgendwo auch erwünscht habe, als ich halt in die Position eingestiegen bin. Und dementsprechend, also klar tun diese Abschläge auch im größeren Maße weh, aber sie sind halt gut, wenn ich halt so eine Vorgehensweise habe wie bei mir, dass ich dann halt diese tieferen Kurse auch grundsätzlich mir wünsche, weil ich ja das Ziel in Jahren immer betrachte. Ne? Wo steht ein Unternehmen wie eine Tombra Systems zum Beispiel in 10 Jahren? Und dementsprechend ist für mich das Potenzial natürlich bei den Abschlägen, die wir jetzt aktuell sehen, natürlich um einiges größer, wenn ich jetzt diese Kurse erwische, als wenn ich dann noch zu Kursen gekauft hätte, die wir jetzt noch vor 1 oder 2 Wochen gesehen haben. Aber unterm Strich natürlich ist es erstmal schmerzhaft. Ja, genauso wie insgesamt die Börse jetzt erstmal schmerzhaft ist, weil wir halt wirklich erstmal diese Riesenabschläge sehen, auch in der Breite von den Indizes, aber auch von vielen Unternehmen, von vielen Sektoren, die deutlich auch jetzt mal unter Druck kommen. Und wenn man die Aktie natürlich im Depot hat, dann bedeutet das natürlich auch, dass das Depot runtergeht,
ne, die Gewinne wieder abgibt, so wie bei mir. Ich war ja auch durchaus mal vor ein paar Wochen, ich glaube mit 12.000 Euro im Plus. Und diese Gewinne sind natürlich jetzt auch mit der Zeit abgeschmolzen. Oder halt, wenn man mit einem Depot dann halt auch mal ins Minus kommt, na, das tut weh. Grundsätzlich. Aber man muss sich ja auch klar sein, so ist nun mal der Markt, so ist nun mal die Börse. Wir kriegen auch mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, wo es nicht nach oben geht, sondern wo der Markt auch mal eigentlich, ja, auch mal eine gesunde Konsolidierung macht, mal wieder auf Bewertungsniveaus, ja, sich zurückbewegt, die fundamental untermauert sind, die mal wirklich die Zahlen und die Aufstellung einer Firma wirklich mal nüchtern betrachten und da auch den Wert wieder einpendeln lassen von einer Aktie und nicht ja, die Fantasie frei laufen lassen und dann irgendwelche utopischen Bewertungsniveaus erreicht. Und das wird momentan alles teilweise ausgepreist, auch durch die neuen Prognosen, die die Firmen natürlich jetzt momentan rausgehauen haben. Ja, ich könnte jetzt noch eine Stunde hier rumphilosophieren, aber ich will euch jetzt auch nicht zu lange quälen und habe ja noch ein bisschen was zu berichten und dementsprechend mache ich jetzt mal schnell weiter. Also aktuell bin ich noch mit 52.808 Euro im Cash, gut 26,11%, ist nicht viel weniger wie letzte Woche. Ich habe aber diese Woche sehr, sehr viel investiert. Wie ich das gemacht habe, das erzähle ich jetzt gleich. Nur, dass ihr schon mal den Stand wisst, also das ist momentan mein Cashbestand. Ich bin also noch weiterhin voll und ganz handlungsfähig und auch darauf vorbereitet, dass die Märkte noch weiter schwächeln können. Wir sind jetzt durchaus in einem überverkauften Modus. Es könnte durchaus auch mal nächste Woche zu einer Gegenreaktion kommen. Aber insgesamt bin ich immer noch ein bisschen pessimistisch eingestellt und deswegen halte ich auch meine Cashquote hoch. Denn es könnte durchaus bei den Problemen, die ich insgesamt sehe, geopolitisch, wirtschaftlich, aber auch dann halt dann, ja, ich sag mal, von den Unternehmen selber her, von den Prognosen, die noch abgesenkt werden könnten bei vielen Unternehmen, bin ich noch negativ eingestellt und denke mir durchaus, dass wir noch tiefere Kurse in der Breite, aber auch bei Einzelaktien sehen. Und dementsprechend halte ich natürlich viel Cash noch am Seitenrand, um halt diese Möglichkeiten später auszunutzen. Und ja, das ist eigentlich der Grund, weswegen ich momentan meine Cashquote, obwohl die Märkte jetzt schon, ich sag mal, runtergehen und eigentlich auch das machen, was ich mir seit Wochen oder Monaten wünsche, sprich schwächere Märkte zu sehen, das ist dann halt der Grund, weswegen ich jetzt noch nicht mit, ja, ich sag mal, großen Summen einsteige, beziehungsweise meine Investitionen momentan versuche, durch andere Möglichkeiten in meinem Depot abzufedern, dass der Cashbestand weiter hoch bleibt. Na gut, ich schweife schon wieder ab. Ich möchte jetzt schnell weitermachen. Also aktuell bin ich noch mit 2.282 Euro im Plus vom investierten Geld, dementsprechend gut 1,55%. Und das ist natürlich ein Ergebnis, mit dem ich, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, sehr zufrieden sein kann. Vor allem, wenn ich halt die Indexstände sehe, wie die sich in den letzten 2 Jahren ja, gehalten haben oder sich entwickelt haben. Mein ETF-Anteil im Depot ist aktuell 16,7%, Anleiheanteil 2,28%, ja, Gold selber ist weiterhin gleich geblieben, da habe ich nichts getan. Mein Verlustverrechnungstopf Aktien hat momentan einen Stand von 14.427 Euro. Da ist auch diese Woche so einiges passiert durch Verkäufe, aber auch durch Optimierungen. Und gerade am Freitag habe ich sehr viel gemacht, aber das habe ich noch nicht eingebucht bekommen. Das ist ein Betrag, den ich erst nächste Woche dann vermelden kann. Den aktuellen Stand, also Freitag habe ich sehr viel gemacht. Der Stand von den Verlusttöpfen wird mir nur einmal am Tag aktualisiert bei meinem Broker und dementsprechend habe ich die letzten Aktivitäten jetzt hier noch nicht eingerechnet. Aber es wird diese Region ungefähr haben. Also es wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar hundert Euro draufkommen. Aktuell, nach dem Stand, habe ich auf jeden Fall jetzt einen Steuervorteil von gut 4.039 Euro. Und ja, das bringt mich dann gleich auch schon zu den Hinweisen. Wenn ihr irgendwas nicht versteht von meinem ganzen Gesabbel, den ich hier mache, sprich vom Positionsaufbau, vom Aufbau meines Depots, warum ich so breit anlege, warum ich das mit den Branchen mache, warum ich das für die Aufteilung in dem selbst erstellten ETF, den ich über die Einzelaktie mache, ja, so mache, wie ich das halt hier präsentiere. Wenn ihr das ganze Thema mit den Optimierungen, mit den Steuertöpfen nicht versteht, bitte einmal unten im Beschreibungstext die Videos anschauen. Ich habe viele Erklärvideos gemacht, die findet ihr dort als Links. Und dort wird eigentlich alles beantwortet, mit auch Erklärung, warum ich das vor allem tue. Ja, noch 2 Infos für alle neuen Zuschauer. Ich habe hier nur Orderkosten von 1 Euro pro Trade. Dementsprechend kann ich sehr kleinteilig handeln, weil ich keine großen Orderkosten hier habe. Und daneben habe ich ja auch keinen Freistellungsauftrag eingerichtet. Das heißt, das ganze Jahr arbeite ich direkt mit den Steuertöpfen. So, dann scrolle ich mal einmal schnell die Liste hier durch in einem gemächlichen Tempo. Das sind meine Einzelaktienpositionen, die ich in meinem selbst erstellten ETF mir zusammengebastelt habe. Die Aufteilung zeige ich ja gleich auch noch. Dann seht ihr die Struktur. Das ist jetzt nicht ein wilder Haufen zusammengewürfelter Aktien,
sondern das ist schon gewollt so gekauft, weil ich halt in Branchen investiere. Aber die Aufteilung wird gleich Klarheit darüber geben, wie dieser selbst erstellte ETF wirklich aufgebaut ist. Hier kommt mein Trading-Bereich, da habe ich momentan keine Position mehr drin. Genaueres, also eine war ja letzte Woche noch da gewesen. Erklärung gibt es jetzt gleich. Dann kommt mein ETF-Bereich, wo ich dann halt in Länder, Branchen und Regionen so investieren kann, wie ich möchte. Ich gehe ja gerne in ETFs mit gut 20% meines Depots rein. Zum einen auch wegen den Steuertöpfen, aber auch natürlich zur Diversifikation und natürlich, weil ich hier über die ETFs in Branchen, Länder und Regionen auch wunderbar mit einem einzigen Produkt halt investieren kann, so wie ich halt meine, gerade investieren zu wollen, ohne halt unbedingt in Einzelaktien zu gehen. Und diese Möglichkeiten lasse ich mir offen, wenn ich dann später mal, das sind ja alles nur kleine Töpfe, die ich jetzt erstmal aufgestellt habe, wenn ich dann später mal Bock habe, ein bisschen in Japan zu investieren, ja, dann packe ich mir halt in die ETFs raus, die ich in meinem Depot habe, egal ob Small- oder Large-Cap ETFs. Und dann kann ich halt da rein investieren, so wie ich es möchte. So, hier kommt mein physischer Goldanteil, hier meine Anleihe-ETFs. Und im Zertifikatebereich habe ich momentan nichts drin. So, diese Woche habe ich, obwohl oben es bei dem Cashbestand nicht danach aussah, ordentliche 4.655 Euro investiert. Und das ist einmal zustande gekommen durch neue Positionen, die ich mir ins Depot geholt habe. Es war einmal die Public Storage, die ich mir geholt habe. Video dazu habe ich leider nicht gemacht, weil das eine relativ spontane Entscheidung jetzt am Ende der Woche ist oder war. Ich komme gleich nochmal näher zu dem Thema, muss ich gleich ein bisschen besser, also größer ausführen, weil eine Branche ist bei mir mal ein bisschen durchgeschüttelt worden. Da habe ich mal ein bisschen aufgeräumt, weil mir da ein paar Sachen nicht gefallen haben. Aber das muss ich jetzt nicht sagen, wo ich die Käufe bespreche. Daneben habe ich mir die Vinci reingeholt. Das ist eine Aktie, die habe ich ja auch als Video vorgestellt. Dann habe ich noch eine kleine Position eröffnet von der Investor AB und vom Goldman Sachs BDC. Da habe ich leider auch keine Videos von gemacht, weil das auch relativ spontane Entscheidungen jetzt am Ende der Woche waren. War auch ein Grund, ich wollte jetzt endlich mal mein Depot auch wirklich zum finalen Abschluss bringen. Und da fehlten mir noch in den Branchen ein paar Aktien. Und ich habe mich ein bisschen umgeschaut und habe mich dann recht spontan am Freitag entschlossen, hier nochmal zuzuschlagen und diese Position als erste kleine Anfangsposition ins Depot zu holen, um sie jetzt aufzubauen. Da sind jetzt auch keine wilden Investitionen, keine wilde Unternehmen. Und ich kann leider jetzt keine Erklärvideos oder Analysevideos euch zeigen, weil ich zeitlich das jetzt einfach nicht geschafft habe, weil ich jetzt das Video jetzt hier Depot-Update auch noch machen muss. Ja, und daneben habe ich noch den Stock 600 Utilities ETF reingeholt, davon gab es ja auch ein Video. Und den Switzerland CAF ETF habe ich auch wieder reingepackt. Das war ja ein ETF, den ich schon mal hatte, der ist mir in der Investzone 1 davongelaufen. Und den habe ich mir jetzt, wo er wieder ein bisschen Schwäche gezeigt hat, wieder reingeholt, um halt eine Position in meinem Depot zu haben, wo ich mal in eine Schnelle auch mal in eine Schweiz investieren kann. So, dafür sind aber jetzt nicht die 4.655 Euro draufgegangen, sondern nur ein Teil, denn ich habe auch viel Geld ausgegeben diese Woche bei Nachkäufen und Optimierungen. Insgesamt bei 29 Positionen hatte ich diese Woche Chancen gehabt, die Bestände weiter aufzubauen. Das habe ich dann auch schön gemacht und die Schwäche der einzelnen Positionen ausgenutzt, um meine Bestände natürlich erstmal wieder nur klein zu erweitern. Für mich war das jetzt Freitag nicht der finale Abverkauf. Es kann weitere Schwäche kommen und darauf will ich natürlich vorbereitet sein. Aber in kleinen Schritten geht es voran und dementsprechend habe ich hier natürlich dann in kleinem Maße meine Position weiter aufgebaut und in die jeweiligen Bereiche gebracht, wo ich sie bei den aktuellen Ständen und der aktuellen Lage bei den einzelnen Unternehmen dann halt sehe. ETFs waren auch darunter, da hatte ich auch ein paar Chancen gehabt nachzulegen und dementsprechend, ich gehe sie jetzt nicht alle durch, weil 29 Mal jetzt irgendwas zu besprechen, dafür fehlt mir jetzt auch ein bisschen die Zeit, beziehungsweise dann wird das Video jetzt echt zu lange dauern. Ich will ja nur sagen, was ich verändert habe und warum, und bei den Nachkäufen war es einfach nur, alle Positionen wollte ich erweitern, alle Positionen wollte ich weiter aufbauen, die Chancen kamen diese Woche, die habe ich ausgenutzt und dementsprechend habe ich hier zugeschlagen. So, ich habe aber nicht nur Geld ausgegeben, sonst hätte ich ja einen größeren Abschlag gehabt beim Cashbestand. Aber ich habe ja vielleicht 700, 800 Euro
weniger Cash auf dem Konto wie letzte Woche, obwohl ich diese 4.655 Euro ausgegeben habe. Und der Grund ist auch relativ einfach. Ich habe nämlich zwei Geldeinnahmen gehabt, nämlich einmal Dividenden. Insgesamt habe ich 6 Dividenden erhalten, in der Summe 53,02 Euro von mehreren ETFs und endlich auch die BAP Billiton. Die hat jetzt endlich auch mal das Geld überwiesen, obwohl die, ja, ich sag mal, der Abzugstag ja schon vor gut einem Monat war. Die brauchen immer ein bisschen länger. Ich hatte ja mal auch eine Nachfrage bei den Kommentaren gehabt, ob ich meine Dividende von BAP Billiton schon bekommen hätte. Habe ich nicht mehr gehabt. Hat mich aber dann auch neugierig gemacht, was da jetzt los ist, weil das wirklich echt lange gedauert hatte. Da waren schon, ich glaube, 4 Wochen verstrichen. Und dann habe ich nachgeschaut und die letzte Dividendenzahlung kam auch, ich glaube, 4 Wochen oder 5 Wochen nach dem Ex-Tag. Und genauso ist es jetzt auch passiert. Also Dividende kommt, da muss man sich keine Sorgen machen. Bei manchen Unternehmen dauert es halt nur ein bisschen länger. Und BAP Billiton ist der König der langsamen Aktien. Und dementsprechend kam die Dividende jetzt von dem Unternehmen gut 5 Wochen, nachdem sie eigentlich abgezogen wurde. Ich habe auf jeden Fall 53,02 Euro netto an Dividenden eingenommen. Die habe ich natürlich auch hier in den Spalten bei den einzelnen Positionen eingetragen. Insgesamt hat mein Depot 4.670,55 Euro netto Dividenden insgesamt generiert. Und in diesem Jahr bin ich schon bei 3.121,80 Euro. Und das Geld nehme ich natürlich gerne entgegen, denn ich möchte ja, dass mein Depot durchaus immer wieder Cash generiert, damit ich auch später, wenn ich mal voll investiert sein sollte, dann auch immer wieder freie Mittel habe, um bei einzelnen Positionen noch ein bisschen nachzujustieren. So, und neben den Dividenden habe ich vor allem Geld eingenommen durch Verkäufe. So, und jetzt muss der Erklärbär mal ein bisschen ausholen. Also, ich hatte ein paar kleinere Sorgen, Probleme. Ich habe mich bei einer Branche nicht wirklich wohlgefühlt, so wie ich mich aufgestellt hatte. Und das war die Immobilienbranche. Ich habe hier zwei Unternehmen, die habe ich jetzt komplett verkauft. Einmal die LEG und dann einmal die Medical Property Trust. Bei der LEG war es so gewesen, ich habe mir die vor 2 Jahren mit als einer der ersten Aktien ins Depot geholt, weil sie eine schöne Dividende gezahlt hat und weil ich sie, damals war halt andere Zeit, niedrige Zinsen, gute Immobilienbewertung, also Immobilienpreise waren hoch und die ganzen Sorgen, die wir heute hatten, hatten wir damals noch nicht. Und ich fand die Firma damals gut. Grundsätzlich finde ich sie auch immer noch gut, aber das Umfeld momentan nicht. Und irgendwann ist halt LEG hingegangen und hat gesagt, wir streichen die Dividende, damit wir unsere Bilanzen ein bisschen verstärken. Und das war schon so ein Kriterium gewesen, wo ich sagte, eieiei, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Weil für mich müssen die Unternehmen, die bei mir im Immobilienbereich drin sind, also die Immobilienunternehmen, die ich halt gekauft habe, müssen Dividende zahlen, weil das ist für mich der Hauptgrund, um in Immobilienaktien einzusteigen. Ja, und als LEG dann halt gesagt hatte, nö, wir zahlen jetzt keine Dividende mehr, da war ich schon am Wanken gewesen. Ich hatte sie jetzt erstmal dann weiter drin gehabt, sie ist dann auch weiter ins Minus gegangen, auch durch die Kürzung der Dividenden oder Streichen der Dividenden. Da habe ich die Position schön aufgebaut, jetzt kam eine gute Erholung. Ich habe zwar insgesamt noch ein Minus gehabt auf der Gesamtsicht bei der Position, aber ich bin weit weg gewesen und war schon gut jetzt bei der Position wieder im Plus. Und dementsprechend konnte ich hier, ruhigen Gewissens jetzt auch die Positionen verkaufen, weil ich mich jetzt auch nicht wirklich mehr wohlgefühlt habe bei der LEG. Ein Grund ist auch deswegen, weil ich ja auch die Vonovia noch drin habe und das sind ja sehr ähnliche Aktien. Das sind beides Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland hauptsächlich, die natürlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, sprich Abschreibung bei den Immobilien, hohe Zinsen, hohe Schulden, dementsprechend hohe Refinanzierungskosten. Und mir reicht dann schon die Probleme, die Vonovia hatte in meinem Depot. Und deswegen wollte ich jetzt nicht zwei gleichgelagerte Aktien haben. Und dadurch, dass LEG keine Dividende zahlt, war für mich schnell klar, wenn ich eine von den beiden Unternehmen rausschmeiße, dann die LEG. Vor allem, weil Vonovia auch größer ist und dementsprechend auch ein bisschen robuster. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, die LEG aus dem Portfolio zu packen. Ja, und bei Medical Property Trust, muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach die Faxen dicke gehabt. Also wir hatten keine Beruhigung bei der Aktie gesehen. Wir haben immer wieder neue Tiefs wurden generiert und die Schwäche, die ging einfach nicht raus.
Bei LEG war ich jetzt auch froh gewesen, dass ich jetzt direkt am Anfang der Woche verkauft hatte, weil die ist dann anschließend die Woche, glaube ich, auch nochmal um 10% runtergejagt. Und bei Medical Property Trust ist das Potenzial halt auch da, dass es immer noch weitere Kursverluste geben kann. Es wurde dann auch eine neue Analyse von, ich glaube, Goldman Sachs war das gewesen, veröffentlicht und die haben sich auch wieder negativ geäußert, weil, wenn ich mich recht erinnere, bis zum Jahr 2026, glaube ich, 5 Milliarden Schulden refinanziert werden müssen und das zu höheren Zinsen, das kann natürlich wieder auf die Bilanz schlagen. Dann haben wir noch weiterhin das Problem mit den Mietern, vor allem mit dem einen, der ja vielleicht ein bisschen Pleitekandidat ist oder wo es Zahlungsausfälle geben kann. Privaten Schwang kann ich jetzt auch nochmal erzählen. Bei uns hier in der Gegend wird jetzt auch ein Krankenhaus geschlossen, weil sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr rentiert. Und da kam natürlich die Überlegung auf, ne? Was ist, wenn wirklich mal der Mieter wirklich ausfällt? Ist ja durchaus auch so, dass viele Krankenhäuser ja durchaus auch, ich sag mal, ums Überleben kämpfen. Und ja, sollte das bei Medical Property Trust mal passieren, vor allem wenn halt der große Mieter ausfällt, dann ist das Leben natürlich nicht mehr schön bei dem Unternehmen, wenn halt großer Bereich der Mieteinnahmen wegfällt. Dann jetzt noch die hohen Refinanzierungskosten anstehen. Kursziel von Goldman Sachs wurde dann auch nochmal massiv gesenkt. Und das war so eine Position gewesen, da habe ich mich echt nicht mehr wohlgefühlt. Vor allem nicht, weil ich jetzt die langfristigen Aussichten nicht noch interessant finde bei dem Unternehmen. Dividende, auch wenn die gekürzt worden ist ja immer noch ganz nett. Aber beim aktuellen Umfeld und wenn wirklich die Zinsen nicht schnell gesenkt werden, könnte es natürlich zu langwierigen Problemen hier kommen. Und die wollte ich jetzt hier nicht aussitzen. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, auch die Medical Property Trust neben der LEG dann halt aus meinem Portfolio zu schmeißen. Ich habe dann am Ende der Woche, hier vorne habe ich es ja gesagt, die Public Storage dann halt reingeholt als Alternative für, ja, könnt ihr euch jetzt aussuchen, LEG oder Medical Property Trust. Also eine von den beiden habe ich jetzt ersetzt durch Public Storage und die andere Aktie habe ich indirekt auch ersetzt, weil ich hatte ja bei meinem, hier in meinem Trading-Bereich noch die Industrial, wo haben wir sie, zeige ich sie, hier die Innovativ Industrial Properties drin. Und ich habe sie mir angeschaut, die Aktie, und sie war von den Aktien, die ich im Depot hatte, echt die am besten laufende Aktie. Und insgesamt hat sie mir damals auch gefallen, deswegen hatte ich sie auch als Trading-Position reingeholt. Und dann habe ich einfach gesagt, wenn ich die sowieso schon im Depot habe und sie sieht jetzt nicht so schlecht aus, nehme ich die einfach mit rein. Ne? Also jetzt habe ich einfach die Innovativ Industrial Properties in meinen selbst erstellten ETF im Immobilienbereich reingesetzt und die gerade schon erwähnte Public Storage. Und dafür flog halt LEG und Medical Property Trust raus. Ja, das ist eigentlich die wilde Geschichte um den Immobilienbereich, den ich jetzt hier verkünden wollte. Daneben habe ich noch ein paar Gewinnmitnahmen gemacht bei Adobe, bei Cigna, bei United Health und bei Tech2 Interactive. Aber das war jetzt nicht deswegen, weil ich irgendwie Zweifel an deren Qualität habe. Das sind Aktien, die einfach zum Teil sehr heiß gelaufen sind, wo schöne Gewinne angefallen sind und wo ich dann also einfach sage, könnte jetzt ein bisschen zu viel gewesen sein in so kurzer Zeit und ich nehme mal jetzt hier ein paar Gewinne mit, will die Position jetzt im Volumen spielen. Das heißt, ich warte jetzt darauf, dass die Aktien mal ein bisschen, wenn der Markt mal korrigiert, nach unten gezogen werden und wenn die dann halt tiefer stehen, dann werde ich die Position, auch wenn ich über dem EK bin, meinem aktuellen EK, dann durchaus wieder erweitern. Also ich will einfach jetzt teuer verkaufen, günstiger nachher wieder nachkaufen, um da noch ein bisschen extra Performance nachher reinzukriegen. Habe ich ja schon oft genug gemacht, hat das schon oft genug geklappt und dementsprechend, das möchte ich jetzt bei diesen vier Positionen auch machen. So, dann würde ich sagen, habe ich soweit alles erzählt. Also 3.861 Euro habe ich insgesamt eingenommen durch die Verkäufe. Dann nochmal gut 50 Euro durch die Dividenden in dieser Woche. Da sind so gut 3,9 und dementsprechend habe ich gut, wenn ich 4.655 Euro ausgegeben habe, eigentlich nur 750 Euro grob von meinem Cash verballert diese Woche, obwohl ich sehr viele Aktivitäten gemacht habe. Für mich war wichtig gewesen, den Cashbestand weiter hochzuhalten, denn ich rechne durchaus noch mit weiteren Turbulenzen und darauf möchte ich vorbereitet sein. Und wenn man die Schmerzen aushalten muss, wenn der Markt runterkommt und wenn das Depot runtergeht, dann möchte ich auf jeden Fall diese Chancen auch dann wahrnehmen, um halt wenigstens
ein bisschen froh zu sein, dass die Märkte rutschen und dass mein Depot dann auch, vielleicht auch mal ins Minus gerät, man weiß es nicht. Aber dann möchte ich wirklich Kurse auch mal abschöpfen können, die wirklich lecker sind. Und dementsprechend ja, gehe ich weiter mit einer hohen Cashquote in die nächsten Wochen rein. So, dann habe ich mir jetzt hier, glaube ich, alles von der Seele geredet. Dann kommen wir nochmal schnell zur Aufteilung. Hier sehen wir dann die Zusammenstellung meines selbst erstellten ETFs. Und ich bin fast fertig. Also ich habe ja jetzt die Goldman Sachs reingeholt diese Woche als erste Anfangsposition, genauso wie die Investor AB. Dementsprechend ist jetzt der Holding-Bereich fertig und hier der Beteiligungsbereich bzw. BDC-Bereich ist jetzt komplett fertig. Dann habe ich mir die Vinci reingeholt für ja, Baugewerbe, Baumaterialien. Damit ist dieser Sektor auch fertig. Und hier ja, die Public Storage als neues Unternehmen, Innovative Industrial Properties hatte ich ja schon als Trading-Position. Auch das ist ja schon vorher fertig gewesen, aber jetzt habe ich hier noch mal ein bisschen umgeschichtet für meinen Wohlfühlfaktor. Und jetzt fühle ich mich eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Und also in diesem Bereich. Und ja, jetzt fehlen mir eigentlich nur noch drei Positionen. Einmal für Öl, Gas, Energie, einmal für Technik und Elektro und einmal für Gütertransport. Und dann ist die Struktur in meinem selbst erstellten ETF endlich nach 2 Jahren fertig. Und ja, ich werde mir natürlich dann weitere Aktien auch anschauen und den Markt weiter beobachten. Werde dann hier auch einzelne Positionen, wenn ich was Besseres finde oder an Unternehmen, die hier drin sind, nicht mehr wirklich glaube, auch mal vornehmen. Also ein bisschen optimieren werde ich hier noch. Aber ansonsten sind das die Positionen, die jetzt erstmal für die nächsten Jahre als Langzeitpositionen geplant sind, die auch zum Teil schöne Dividende abwerfen sollen, damit ich dann hier den Positionsaufbau immer weiter vorantreiben kann. Und wo auch noch das meiste von dem Cash, was jetzt auf dem Konto liegt, reinfließen soll. 20.000 Euro sind allerdings davon verplant für den Trading-Bereich. Darauf werde ich mich allerdings erst konzentrieren, wenn ich hier einigermaßen fertig bin. Ja, vielleicht kann ich jetzt schon mal die ersten Augen drauf werfen, wenn ich jetzt nicht unbedingt die letzten drei jetzt sofort finde. Muss ich mal schauen, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Aber ich werde auf jeden Fall dann die nächste Zeit, wenn das Depot soweit steht, mich dann halt auf kurzfristige Chancen oder kurz-mittelfristige Chancen halt konzentrieren. Und ja, dann natürlich immer noch ein Auge drauf werfen, ob ich hier noch irgendwas optimieren kann. Also es wird weiter Action geben bei mir, denn ich möchte natürlich auch aktiv in meinem Depot bleiben. Zwar auch als Langfristanleger mit einem festen Bestand, den ich über viele Jahre halte, aber den ich durchaus punktuell noch mal ein bisschen optimieren kann. Und dann noch ein bisschen jetzt hier im Trading-Bereich, um halt extra Cash zu generieren, der neben den Dividenden natürlich dann immer wieder dafür sorgt, dass ich mit freien, frischen Mitteln natürlich hier in den Positionen immer weiter ja, Geld reinstecken kann. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt durch. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lange machen. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich schon wieder. Dann beenden wir jetzt mal die ganze Chose hier. Ja, ich bedanke mich für euer Interesse, wenn ihr jetzt so lange noch durchgehalten habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und ja, falls ihr noch nicht eingeschlafen seid und noch die Kraft findet, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das auch. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir und ja, die wird es geben und es wird sich auch noch hier so einiges tun. Und dementsprechend, wenn ihr dabei bleiben wollt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Videos. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!